Ja, gut. Gucken kann ich. Gucken kann ich. Ich könnte hier auch ein bisschen rumschmieren. Machen wir noch einen Zug. Und wieder runter nehmen die Hand. Die linke Hand ein bisschen anders, die linke Hand ein bisschen anders. Nee, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Wir filmen hier heute nicht einen Marinemaler, sondern wir rauchen uns einen Marinemaler zu Tode. Kommentarlos bitte. Richtig geil. Weiß nicht, vielleicht mache ich sogar, weil es so geil ist, noch einen Schwenk. Junge, Junge. Vielleicht machen wir auch den Marlboro-Mann. Wer weiß das alles so genau? Es wurde noch nie so viel in einem Atelier geraucht wie jetzt hier. Das gefällt. Danke. Ich bin begeistert. Ein komischer Film. Ja. Ganz leer wird dann nachher vor dem Fernseher rumhocken und sagen, oh, guck mal hier, du. Hat er wieder nicht aufgeräumt, der Gruß. Ich glaube, die ganze Zeit Krabben ist werden leer das gefegt, was er so den ganzen Tag macht. Qualm, qualm, qualm. Obligatorische Flasche Krüten noch hier hinstellen und dann ist ne, der saufende Marinemaler. Die fehlt ja, so eine Flasche, die fehlt ja. Fehlt? Wurde nur ein Drittel übergeblieben ist, ne? Also so ein, oder ein Viertel. Er könnte doch direkt aus dem Pferd Penis saufen. Nee, lass mal, das ist jetzt zu übertreiben, wenn ich das. Okay. So, aber das mache ich nochmal, das ist nochmal schön. So, Lupe ist schon weg, ne? Ich kann gerne noch einen anziehen. Das ist okay, das ist okay. Jetzt kommt er mit seinem Puschel wieder. So, schau mal, du hast gerade quasi aufgehört zu rauchen. Und ja. Du bist nochmal in das hinein. Unfertige Bild. Das ist ein Land. Ah, die kann ich wieder nehmen, das ist kein Problem. So, jetzt wechseln wir tatsächlich mal die Achse. Du bist jetzt mal auf der rechten Seite, nicht auf der linken. Will ich nämlich mal. Du bleibst da, ja. Und ich stelle mich hier so hin. Idealerweise. Idealerweise. Noch weiter zurück. Vielleicht ist das okay. Das ist der geht super. Weg. Das ist super. Die Atelier sind ein Ding und das hat einen Charme. Wusste ich gar nicht über den Pferd. Ich bin gerade wie viel in der Baumwollspinnerei hat er in der Wollspinnerei hat nicht gedreht. Da ist nicht viel größer. Der Quast ist eigentlich nicht schlecht für großformatige Bilder, überlege ich gerade. Ja, muss aber richtig Großformat gehen. Das muss ich aber trotzdem noch mal vorausschauen. Dann komme ich nachher nach Hause und habe ganz furchtbare Filmstipse und wissen gar nicht, was sie davon zurechtschneiden sollen. Alles gut. Tun mir jetzt schon so leid, Jungs. So, Mikro bitte. So. Oh, 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 das ist gerade noch gut gegangen, oh, mein lieber Schwan. Wolltest du mich was fragen? Ja.
Schulter mehr zu uns ein. So, ja, also insgesamt, dass du dich ein bisschen mehr sowas. Ja, ja. Sowas. Mhm. Okay, das gefällt mir gut so. Das kann das. Aber jetzt, du hast schon erzählt, manchmal geht das ganz schnell, so ein Bild fertigzustellen, mhm. manchmal dauert es ein bisschen länger. Mhm. Erzähl mal, woran liegt das? Wie erlebst du das? Das Problem ist immer, es muss dir ja irgendwie gefallen. Nicht? Und wenn du dann irgendwo Farbe aufgetragen hast und dann stellst du es weg, dann guckst du es nach ein paar Stunden noch wieder an und dann kann es sein, dass einem das überhaupt nicht gefällt und das alles ganz furchtbar ist und dann bist du wieder am Überlegen, machst es anders oder wie auch immer. Und ja, und dann hast du sowas wie das hier, wo ich jetzt schon seit Tagen immer wieder den Himmel überarbeite. Und, aber ich weiß, wo das Schiff hinkommt, immerhin. In welchen Wohnzimmern, Büros, auf welchen Schiffen hängen deine Bilder? Wer interessiert sich für die Werke des Marinemachers? Ja, ganz wenige Leute weltweit. Also ich habe in Singapur bei einem Inder ein Schlachtschiff Bismarck hängen. Also das ist ganz seltsam. Wir haben an Bord deutscher Fregatten und Korvetten hängen Bilder. Und in Reedereien und ich glaube Werften sind auch dabei. Ja. Gibt es irgendwie eine Anekdote, die man erzählen kann von einem Kunden? Also ist das der Kapitän, der in Ruhestand geht, der sich ein Andenken bestellt? Gibt es da irgendwas? Fällt dir da was ein? Irgendein Kunde, der was Ausgefallenes haben wollte? Oder? Ja, ich habe mal einen wieder rausgeschmissen hier. Der war lustig. Der hatte richtig Geld für sowas übrig. Und der hatte Spaß daran, Deutschlands Seemacht dargestellt zu haben. Also ganz viel Knallerei, Flammensäulen und so weiter und so fort. Und das gefiel mir in dem Moment nicht. Das war mir zu, ja, keine Ahnung, historisch hätte ich fast gesagt. Und auch belastet irgendwie. Und dann habe ich ihn wieder rausgeschickt und ihm erzählt, dass Deutschlands Macht zu See eigentlich ein Tal der Tränen war. Und wenn ich an die Großsegler denke, die Jungs, die sich die Fingernägel abgerissen haben beim Segelbergen vor Kap Horn, nee, das ist alles nicht so toll. Und den habe ich rausgeschmissen. Wie gesagt, er wollte so ein Schlachtengetöse haben. Und er rief ein paar Tage später an, ob ich ihm dann auch einen Segler malen würde. Ja, das war sehr witzig, ja. Wenn man Schiffe malt, beruflich, kriegt man da Fernweh? Oder hast du mal darüber nachgedacht, zu See zu fahren? Oder spielt das gar keine Rolle? Ich fahre ja dauernd zu See. Also was heißt dauernd? Aber ich habe einen holländischen Traditionssegler, mit dem bin ich gerne unterwegs. Dann machen wir die Verlegungsfahrt von Holland in die Ostsee oder auch zurück. Das sind die Überführungsfahrten. Da wird auch richtig gesegelt mit einem Traditionssegler. Und ja, das ist eigentlich das richtig Schöne dann, ja. Mhm. Könntest du auf so maritime Motive verzichten? Könntest du, sagen wir mal, nach Bayern umziehen und nur noch die Berge malen? Also Berge malen nicht unbedingt, aber da gibt es eine ganz lustige Story zu. Adolf Bock, ein Marinemaler vergangener Zeit, der hat ein Seestück malen sollen und also diesen Wellenkamm und sowas. Und es ist verbrieft, er hat sich eigentlich den Kamm von irgendwelchen Bergen genommen und hat dann daraus eine Welle gemacht. Also es ist alles möglich, man kann von überall arbeiten. Und Klaus Bergen, ein Marinemaler der Kaiserzeit, hat in Lengries gelebt und hat eben die Skagerrak-Schlacht dokumentiert. Ja, das ist alles möglich. Ah. Schönes Stativ, um ein R zu machen. Mhm. Sehr stark ist. Was will er denn? Soll ich euch mal kurz zeigen, wo ich Terpentin drin aufbewahre manchmal? So. Schade. Ich sehe, dass sie nicht gerade dahin stehen. Kannst du gleich machen, weiter mit.
meine Karteileichen ist eigentlich auch Patsch. Also hier wird immer mal schnipselweise dran rumgearbeitet. Das sind aber alles keine Aufträge. Mhm. Aufträge habe ich zu Hause stehen. Und hier kann ich also immer so stückchenweise und in der Tat sitze ich ja so oft und dann Jonas ist auch da und wird da, ach ja, ein bisschen mehr Wolken könnten sein und ein bisschen mehr dies. Ja, da könnten wir Wolken sein. Ja, da sind viele unausgegorene Sachen dann auch. Aber wichtig ist, du musst natürlich immer aufpassen, Wolken müssen zum Wasser passen. Und da wir da bei dem einen rechts noch gar kein Wasser haben, haben wir auch keine Wolken. Ne? frag mich mal vorher, damit ich weiß, was ich antworte. Nee. So ein Schiffsporträt von Marine Maler, das hast du vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Das hat ja auch ein bisschen was schon von der Bauzeichnung. Also das ist ja wirklich was Hochtechnisches. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Wie ist da der Gestaltungsprozess und wie unterscheidet der sich von dem, was wir vorhin am Wasser gesehen haben? Naja, also man könnte zum Beispiel Folgendes erzählen. Die deutschen Korvetten, die vor ein paar Jahren gebaut worden sind, da kriegte ich von der Werft den Hinweis, immer, du könntest sowas malen, mach uns sowas, das überreichen wir dann als Geschenk, da, wenn das Schiff getauft wird. Da gab es aber keine Fotos natürlich vorher von, weil das Ding noch gerade am Zusammenlöten war. Ich hatte eine Bauzeichnung und dann hast du nach der Bauzeichnung dir das Schiff zurecht konstruiert, bevor überhaupt das Schiff geboren war in dem Sinne. Ja. Das heißt, es ist ein wahnsinniges, detailliertes Arbeiten. Ja, ne? Wie muss man sich das vorstellen? Also fällt das auch dem geneigten Betrachter dann auf? Nee, dann machen sich die wenigsten Gedanken drum. Aber ich muss viele Sachen bedenken natürlich. Gerade hier jetzt wieder der Großsegler zum Beispiel. Du musst überlegen, von wo kommt Licht, wo sind Schatten und welche Segel bilden wieder Schatten auf anderen Segeln ab und so weiter und so fort. Also, da hängt so viel dran und ja, man sieht das dann in dem fertigen Bild, ist es stimmig oder nicht. Ja. Aber es ist natürlich hier so, wenn du hier diese Segelführung hast, von irgendwo kommt das Licht und dann musst du gucken, wo sitzt da der Schatten, ja. Wo setzt sich das fort. Ja. Aber dieses Bild ist also vollkommen unausgegoren noch. Ja. Gut.